Mein Name ist Martin Sereinig, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Kärnten. Wir sind da jetzt im Roboter-Testlabor. Dort haben wir unsere Testarenen aufgebaut und dort schrauben wir auch unsere mobilen Roboter zusammen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Man könnte sich vorstellen, einsturzgefährdetes Gebäude nach einem Erdbeben. Und bevor noch Rettungskräfte in das Gebäude reingeschickt werden, nimmt man einen mobilen Rettungsroboter, lässt den durch das Gebäude durchfahren und der soll dort verschiedene Aufgaben erfüllen. Er kann die Lage sondieren, kann eine Karte der Umgebung erstellen, verschüttete Personen finden, Lebenszeichen dieser Personen aufnehmen und somit zu einer schnelleren Rettung beitragen. Bei mir selber hat es angefangen eben ganz am Anfang 2011. Da haben wir zusammen die Idee gehabt, so einen Rettungsroboter, so einen mobilen Roboter zu bauen. Und durch den Herrn Wolfgang Wert ist das zustande gekommen, dass wir da von der FH den Rückhalt gehabt haben, ja, wir können so ein Projekt angehen, was doch für ein Bachelorprojekt ein sehr großes Projekt ist. Wir haben den Maschinenbauteil, den der Herr Stefan Quendler über hat, und der Patrick Hofer, der macht sehr viel Software bei uns. Also der hat da den Programmierteil über. Dieses gesamte System muss irgendwie funktionieren und das ist genau das, wo ich auch am meisten Spaß dran habe, dass ich nicht nur schrauben muss, sondern dass ich auch programmieren muss, dass ich mir auch Schaltungen überlegen muss. Und diese mechatronische Denkweise, die da auch im Vordergrund steht und ohne die so ein Roboter gar nicht funktionieren kann. Also da ist wirklich das Zusammenspiel von den drei großen Disziplinen was Tolles. An manchen Tagen fuchst's. Du ärgerst dich halt, weil irgendwas nicht funktioniert. Das geht dann durchs ganze Team auch durch und jeder macht sich Gedanken, warum geht das nicht, wieso geht das nicht, was könnte man dafür tun, dass es besser funktioniert. Das hat da hast du dann hinten hochgekommen und dann bist du eh drüber gekippt, das passt da, das geht da. Ja. Und, oder du hättest die Fuderin noch ein bisschen arbeiten können, weil dann wärst du mit die Fuderin wahrscheinlich da. Sehr fein, passt. Also ich zum Beispiel merke das oft, wenn ich dann am Nachhauseweg bin. Wenn du ein Problem gehabt hast, dann beißt das natürlich und dann bist du auf der Autobahn und denkst drüber nach. Und wenn es funktioniert hat, dann ist das natürlich das Schönste überhaupt. Dann gehst du mit einem lächelnden Gesicht raus und ja, fast nach Hause.